Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki, deine Tagesdosis Angeberwissen in der Sendung Daily. Ja. Hier, das ist Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Blog und ich bin der Sascha. Und wir haben heute ein Geburtstagskind und das ist Christina Applegate. Ach, guck an. Ja, kennst du? Ja, Dumpfbacke. Ja, Dumpfbacke von, wie heißt du? Eine schrecklich nette Familie. Eine schrecklich nette Familie, genau. Love and a Marriage heißt es, glaube ich, im Original, oder? Mit Ed Bundy. Al Bundy, entschuldigen Sie. Hast du davon alles geguckt? Alles, nein. Alles, nein? Nein, aber... Aber oft. Oft. Ja, hat man natürlich geguckt. Das war ja damals so Usus. Genau. Aber am 25. November hat nicht nur Christina Applegate Geburtstag, sondern am 25. November ist auch was passiert? 1988 zum Beispiel wurde Rita Süssmuth Nachfolgerin von Philipp Jenninger als Bundestagspräsidentin. Bundestag, das war ein Riesending damals. Ja. Also ich glaube, das war die erste Bundestagspräsidentin grundsätzlich. Genau, aber das ging auch nur, weil sie ähnlich aussah wie ein Mann. Ja, ja, war dann egal eigentlich, ob sie es war oder irgendein anderer Typ. Ja. Und am 25. November 1500 war Christoph Kolumba am Ende seiner dritten Amerikareise auf Santo Domingo und wurde wegen Korruptionsverdacht in Ketten gelegt und wurde dann aber erfolgreich rehabilitiert. Das war am 25. November. Also der wurde dann irgendwie dann gefangen genommen, ne? Ja. 1500. Und er dachte immer noch, er ist in Indien. Oder er dachte wahrscheinlich immer noch, er ist in Indien. Genau, ja. Er hat ja bis zu Lebzeiten hat er immer gedacht, er wäre bei den Indern gelandet. Ja. Ja. Und wenn er dann halt zu Lebzeiten in Ketten gelegt worden ist, hat er gedacht, das wäre ein Inder gewesen. Apropos in Ketten gelegt. 1973 wurden nämlich deutsche Autofahrer sozusagen in Ketten gelegt. Ah. Da gab es nämlich das mit den Sonntagsfahrverboten, was quasi zu Zeiten der Ölkrise aktuell war. Leere Autobahn. Damit wollte man quasi Benzin sparen und hat deutschen Autofahrern und auch in der Schweiz sonntags das Autofahren untersagt. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, ne? Ach, wart's ab. Dann kommen wir noch hin. Meinst du, es kommt noch? Ich weiß nicht. So viel Geld drin. Ja, dann darfst du nur noch fahren, wenn du irgendwie mit einer Batterie fährst. Ach so, so meinst du das. Ja, kann sein. Ja, das war alles am 25. November. Hat ganz schön viel hergegeben. Also, Apple geht schon alleine, ne? Applegate ist doch ein Knaller. Ja. Also ich finde die Kleine richtig gut. Ich habe jetzt kurz überlegt, wovon du sprichst. Applegate. Ja, das Applegate. Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre voll ein Skandal. Nein. Nein, das war du Christina. Ja. Das ist ein 71er Baujahr. Die ist 3 Jahre älter als ich. Die passt voll zu mir, oder? Die hat sich aber besser gehalten. Die ist ja auch, hat ja auch einen Personal Trainer. Die hat auch noch einen anderen, jetzt kommt wieder Filmwissen von mir, was sehr selten ist. Ja. Aber sie hat bei einer Neuauflage einer Filmserie aus den 80ern eine Mutterrolle übernommen, und zwar bei den Griswolds. Ach, Griswold, echt? Ja. Sie war Mutter Griswold? Sie war Mutter Griswold in der neuen. In dem ganzen, echt? In dem neuen, ja. Passt doch gar nicht. Ja doch, sie ist ja älter geworden und ein bisschen lustiger. Aber es war doch nicht mit Chevy Chase, das war irgendwie ein anderer. Chevy Chase spielt mit. Als was? Als quasi... Als Chevy Chase, weil... Also wie als Chevy Chase? Ja, Chevy Chase ist Chevy Chase, weil der neue Griswold-Film quasi die Geschichte vom Sohn ist. Rusty aus dem Weihnachtsfilm. Ja, ja. Na, siehst du, keine Abdruckis, Rusty. Ja, ja, ich kenne ihn. Ja. Und Chevy Chase ist... Chevy Chase spielt quasi den Typ aus dem Weihnachtsfilm und der kleine Sohn ist jetzt erwachsen und fährt mit seiner Frau. Das muss ich mir angucken. Das musst du dir unbedingt anschauen. Ja. Ein Film, den ich gesehen habe und er nicht. Schneller. Yes! Ja, und jetzt müsst ihr noch auf seinen Kanal gehen. Till und sein Vlog. Und ich sag, Cheerio, Miss Sophie.